Hallo, heute zeige ich euch, wie man knusprige Pommes in der Backschale vom Opti-Grill machen kann. Und die werden auf jeden Fall besser als im Backofen. Und ich finde auch, dass sie mit der Heißluftfritteuse ziemlich gut mithalten können. Dazu habe ich jetzt hier ein paar Pommes, und zwar sind das dünn geschnittene. Ihr könnt natürlich auch die ganz normalen Pommes nehmen, das klappt genauso gut. Vielleicht klappt es mit den normalen sogar besser, da diese Pommes natürlich mehr Angriffsfläche bieten, wo Flüssigkeit austritt. Und bei großen kriegt man sie wahrscheinlich noch knuspriger hin. Der Opti-Grill war vorher nicht vorgeheizt. Ich schalte ihn jetzt erst an und stelle ihn auf die Stufe manueller Modus Stufe Rot. Und dann läuft er einfach durch. Und zwar lasse ich ihn eine halbe Stunde laufen und zwischendrin, so alle 5 Minuten, gehe ich einmal mit so einem Pfannenwender rein und drehe die Pommes um, damit sie schön gleichmäßig knusprig werden. Außerdem hat man den Effekt, wenn man es mal öffnet und so umdreht, geht auch ein bisschen die Flüssigkeit raus, die eher verhindert, dass es knusprig wird. Was ich auf jeden Fall zugebe, ist, dass die Menge jetzt nicht besonders groß ist, die ihr da bekommt. Wenn ihr große Pommes nehmt, habt ihr vielleicht noch mal ein bisschen mehr von Masse, aber es ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem kompletten Pizzablech voll Pommes. Dafür kann sich das Ergebnis aber echt sehen lassen. So ungefähr nach 10 Minuten öffne ich den Opti-Grill nochmal und mache ein bisschen Öl dazu und würze die Pommes jetzt auch schon mit einem Pommesgewürz und lasse dann den Opti-Grill weiterlaufen. Und dann geht das Ganze genauso weiter, das heißt wieder nach 5 Minuten einmal schön die Pommes wenden. Und ihr seht, das wird jetzt schon deutlich knuspriger, also das geht in eine gute Richtung. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum das eigentlich im Opti-Grill gut klappen sollte mit den Pommes. Also ich glaube, dass der Grund dafür ist, dass der Opti-Grill mit der Backschale ja quasi eine Pfanne ist, die auch eine Oberhitzefunktion hat. Und dadurch wird es unten in der Kontaktfläche echt knusprig gebraten. Nach 30 Minuten haben wir es geschafft. Ich schalte den Opti-Grill aus und hier ist das Ergebnis: schön knusprige Pommes. Das sieht super aus. Also das hat echt gut geklappt. Auch wenn natürlich man hier wieder sieht, die Menge ist jetzt nicht riesig bei diesen kleinen Pommes. Da hat man schon mehr, wenn man die großen Pommes nimmt. Dazu verlinke ich euch nochmal ein Video hier oben in der Infobox. Da könnt ihr das sehen, wie ich das mit großen Pommes gemacht habe. Aber ansonsten muss ich sagen, das Ergebnis war toll, hat sehr gut geschmeckt. Und hier schaufel ich es nochmal rüber auf den Teller, damit ihr die Menge nochmal seht. Also ist auf jeden Fall, sage ich mal, für eine Person eine große Portion. Wenn ihr das nur als Beilage nehmt, kann man es auch zu zweit essen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen.